Hallo, ich bin Jürgen Ertelt und arbeite bei IAP, Fachstelle für internationale Jugendarbeit. Dort bin ich als Projektkoordinator tätig im Bereich Jugendbeteiligung der digitalen Gesellschaft. Das Projekt heißt YouthBart. Vom Beruf her bin ich Sozial- und Medienpädagoge. Okay, Google, was kostet Social Media? So, und alle haben natürlich darauf gewartet, dass ich auch teilnehme am Ice Bucket Challenge. Nein, ich tue euch den Gefallen nicht. Der Eimer war leer. Einige haben das ja auch anders verstanden mit dem Ice Bucket Challenge. Und das gab es eigentlich immer schon auch zu Taufzeiten, als man noch ein Kind war. Und wenn man an solchen Dingen teilnimmt, öffentlich muss man dazu sagen, sollte man aufpassen, was man tut. Besser ist gut beschirmt. Es geht heute um verschiedene Wissensduschen, so nennen wir es mal einfach, gleich bezogen mit Ice Bucket Challenge, zu fragen, was kostet es an Zeit und an Geld, in Social Media aktiv zu sein. Das hat verschiedene Aspekte und verschiedene Fragestellungen, die jetzt im Einzelnen durchgegangen werden. Welche Kosten sind bei Verwendung von Social Media zu beachten? Was kommt da auf mich zu? Es kommt immer darauf an, wer mit welchem Interesse Social Media verwendet, welche Altersgruppe und welche Zielgruppe er adressieren möchte. Manchmal lohnt der Einsatz ja tatsächlich von Social Media, zum Beispiel um eine Institution bekannter zu machen oder ein Produkt einer Firma zu präsentieren. Dennoch, gerade bei Kindern und Jugendlichen, kommt natürlich auch der Faktor der Kostenfalle hinzu. Und da müssen wir erstmal auch hinschauen. Die Datentarife, die heute angeboten werden, sind noch immer nicht so attraktiv, dass man sagen könnte, es kommt nicht zu Problemen, was den geldlichen Faktor angeht. Jugendliche mit Smartphones haben mitunter auch, und das ist schon fast etwas betrügerisch, wie die Werbung daherkommt, mit 50 MB oder 500 MB einen viel zu kleinen Rahmen der Internetnutzung. Und alles, was darüber hinausgeht, kann schon recht schnell teuer werden. 1 GB Datentransfer kostet in der Regel um die 10 Euro heute. Und die sind auch relativ schnell verbraucht, wenn man immer on ist und wenn man zum Beispiel Musikdownloads macht oder sich YouTube-Videos anschaut von unterwegs. Das, was zu Hause eher kein Problem darstellt im Rahmen von Flatrates, kann beim mobilen Internet auf Tablets und Smartphones tatsächlich schnell zum Geldproblem führen. Wenn ich natürlich ein professionelles Marketing betreibe, dann habe ich auch noch ganz andere Einsätze zu leisten. Das heißt, ich brauche Equipment, ich brauche Mitarbeitende, die unterstützen den ganzen interaktiven Kommunikationsverkehr, den ich angestoßen habe, auch zu bewältigen. Sollte es nämlich erfolgreich sein, was ich angestoßen habe, um eine Marke zu platzieren oder eben halt mein Angebot, zum Beispiel im Bildungsbereich, zu offerieren, dann habe ich natürlich auch sehr schnell viele Rückfragen und die wollen beantwortet werden. Dann greift auch der Faktor Zeit, dann auch als Kostenfaktor. Gerade im Bereich YouTube ist es nun so, dass es eben halt nicht nur ein Kostenfaktor ist, wenn ich mir regelmäßig YouTube-Videos auf meinem Smartphone ohne vernünftigen Datentarif anschaue, sondern es ist natürlich geradezu auch ein Zeitfaktor und ein Investitionsfaktor, geldlicherseits, wenn ich selber YouTube-Videos online setzen möchte. Dazu reichen nämlich heute einfach nicht mehr Wackelbilder, sondern dann braucht man einen vernünftigen Ton, vernünftige Beleuchtung. Ich hoffe, das haben wir alles an Voraussetzungen jetzt gerade hier erfüllt. Und natürlich auch jemand, der den Schnitt macht und nicht nur jemand, danke Robert, der eine gute Kameraführung realisiert. Und nochmal bezogen auf das Ice Bucket Challenge. Es ist natürlich so, wenn sich ein Ding ausbreitet, habe ich natürlich Erfolg mit dieser Idee. Und es hat sich auch da tatsächlich bewährt. Das Spendenaufkommen ist ja immens gewachsen. Um ein zigfaches, ja, ich glaube sogar hundertfaches von dem, was es ursprünglich eben halt an Spenden gab. Wir sehen das gerade auf dem, auf dem Clip, den wir gerade abspielen, auf einer Webseite, die erfasst hat, aufgrund des Hashtags Ice Bucket Challenge, wie die Verbreitung in Europa, ja nachher auch weltweit, stattgefunden hat. Und das nennt man virales Wachsen, sich ausbreiten wie ein Virus. Und wenn mir sowas gelingt anzustoßen, dann hat sich natürlich auch mein zeitlicher und geldlicher Aufwand gelohnt.
Wie finanzieren sich Anbieter von sogenannten, müssen wir dazu sagen, sozialen Medien? Social Media als Begriff ist eigentlich besser. Soziale Medien implementiert irgendwie das Soziale, das Freundschaftliche, was ja nicht unbedingt zutrifft. Deswegen lieber, wenn schon soziale Medien, ein sogenannt davor. Die Geschäftsmodelle bei Social Media sind nicht so unterschiedlich. Die meisten finanzieren sich über eingestreute Werbung, die sehr stark personifiziert ist und quasi in der sogenannten Timeline, im Ablauf der Nachrichten, passend zum Thema und zur Person eingestreut werden. Das ist bei Twitter so, das ist bei Facebook so. Es ist eigentlich bei allen Dingen, die wir irgendwo im Netz haben, meist ist Werbung der Schlüssel zur Finanzierung. Besonders interessant ist natürlich der Aktienwert zum Reichwerden der Betreiber dieser Angebote. Das ist dann eher Fantasiegeld und erstmal ja nicht mehr wert als das, was der Aktienmarkt es bezeichnet. Es ist ja kein Geld, was auf dem Tisch liegt. Aber damit können natürlich plötzlich Unternehmen weitaus stärker aufgestellt sein, rein finanziell, als eben halt Firmen, die etwas produzieren, was im physikalischen Raum beheimatet ist. Es lässt sich eben halt so mit Virtualität nicht unbedingt Geld verdienen, aber eben halt den Wert eines Unternehmens so hoch zu beziffern, der dann, ja, sag ich mal, sich nur noch nährt durch die Zahl der Nutzerinnen, das sind wir, und damit Garant ist zum Gelddrucken. Viel interessanter wird es wohl auf Zukunft werden unter dem Begriff Big Data, weil dann haben sogenannte soziale Netzwerke ja aufgrund der Vielzahl ihrer Nutzer und deren Verhaltensdaten, die mittlerweile aufgezeichnet sind, ihre Interessen, worauf ja auch schon die Werbung basiert, eine Möglichkeit, Vorhersagen zu treffen, was wohl den Nutzer, die Nutzerin als nächstes interessiert und was sie vielleicht auch als nächstes unternehmen wollen, wohin sie wahrscheinlich das nächste Mal in Urlaub fahren etc. Und diese Daten, die kumuliert werden im Laufe der Zeit, das ist wiederum etwas, was man auch verkaufen kann, ohne den individuellen User und dessen Daten zu verkaufen, sondern vielmehr die Vorhersage, was als nächstes eintreten kann bei einer bestimmten Adressatengruppe. Der wichtige Merksatz dazu ist, wenn etwas kostenlos angeboten wird, ist man selber das Produkt. Wofür wird die Zeit in Social Media hauptsächlich genutzt? Naja, wofür wird die Zeit hauptsächlich genutzt? Wahrscheinlich, um Selfies zu machen und diese zu teilen mit Freunden. Vieles passiert in Messenger und in Chats. WhatsApp ist der klare Gewinner von allen Social-Media-Angeboten bei Jugendlichen. Und sie finden im Gegensatz, wie zum Beispiel Facebook, ja in einem eher abgeschlossenen Kreis statt. Der Austausch von Informationen, ja auch von persönlichen Informationen und Ansprache und Emotionen, die auch getragen werden. Bei YouTube geht es dann eben halt auch nicht nur ums Anschauen von Videos, sondern auch ums Kommentieren. Die Kommentare bei YouTube sollte man besser nicht lesen, aber sie machen YouTube eben halt auch zu einem sozialen Netzwerk, einem sogenannten, weil eben halt nicht nur die Videos geteilt werden, sondern man sich über die Themen auch streitet in den Kommentarfunktionen. Und das verbindet nochmal auf einer ganz anderen Ebene als das Video. Das meiste an Zeit geht drauf bei Reaktionen auf Reaktionen auf Reaktionen. Das heißt, jeder, der etwas online setzt, sollte sich darüber eigentlich im Klaren sein, dass er interaktiv unterwegs ist. Und das heißt immer, es kommt eine Antwort, ziemlich sicher. Und wenn es strittige Sachen sind, wird es auch schnell zu einem Shitstorm. Andere nennen das mitunter auch schon Anfänge von Mobbing, wo man sich verteidigen muss mit seiner Position. Es ist nicht unbedingt so, dass wir alle schon gelernt hätten, eine Netiquette zu beachten und uns so zu verhalten, wie es vielleicht früher uns der Knigge beigebracht hat. Und natürlich geht auch eine ganze Menge Zeit drauf, neue Dinge auszuprobieren. An jeder Ecke lauert immer was anderes Interessantes, was man noch nicht kennt, was spannend angeboten wird und wo man vielleicht die App auf dem Smartphone ausprobieren möchte oder sehr, sehr schnell eben halt mit einem Klick weiter beim nächsten Video gelandet ist oder bei der übernächsten Webseite. Und natürlich, sobald ein Katzenvideo auftaucht, das wird bis ganz zu Ende geguckt. Verbringen hauptsächlich Jugendliche viel Zeit in Social Media? Naja, Social Media Nutzung ist ja nicht nur ein Phänomen, was gerade Kinder und Jugendliche betrifft. Gerade
die mittlere Generation und die Alten haben ja auch mitunter mehr Zeit, sich eben halt im Netz zu tummeln. Und vor allen Dingen bringen sie dort eben halt ihre klassischen Gesprächsgewohnheiten mit. Und fasziniert von der neuen Technologie sind gerade die Alten auch sehr viel unterwegs. Und im Gegensatz zu den Jugendlichen machen sie weitaus mehr Fehler, was das Mitteilen von Privaten ist. Da sind Jugendliche mittlerweile schon besser aufgestellt. Zuletzt auch vielleicht deswegen nicht, weil viele Informationsangebote auch über Social Media sich mittlerweile verbreiten und so Jugendliche auch ein gewisses Stück an aufklärender Information erhalten. In der Regel sind Jugendliche immer online und das wird sich wahrscheinlich auch noch dahingehend verändern, wenn die Smartphones eben halt nicht mehr nur ein Handheld sind, sondern demnächst auch als Armbanduhr direkt am Gelenk sitzen. Dann schaut man vielleicht immer mal schon mal zwischendurch drauf, ob eine WhatsApp-Nachricht reingekommen ist, ist auf jeden Fall immer dabei. Es ist sowieso so, dass schon jetzt die Mediennutzung ein Stück der Lebenswelt der Jugendlichen ist und untrennbar vom Alltag. Uhren als Endgeräte, die werden sich noch mehr verbreiten. Nicht nur jetzt, wo Apple auch eine Apple Watch vorgestellt hat. Es gibt solche Geräte natürlich auch für Android und es gibt sie auch schon einige Zeit und sie werden besser werden. Und was dann passiert ist, dass eben halt verschiedene Nachrichten gar nicht mehr als Text oder Bild daherkommen, sondern als Vibration am Handgelenk. Ganz andere Qualitäten von Social Media. Können Social Media zur Sucht werden? Der Suchtbegriff ist bei Social Media genauso schwierig zu verwenden wie bei Games. Da müssen wir so aufpassen, dass wir eben halt nicht zu sehr der Fantasie erlegen. Gerade wenn Lebenswelten von Jugendlichen durchdrungen sind von Medien, dann ist es eigentlich auch nicht mehr eine Frage von Sucht, sondern vielmehr eben halt eine Frage, inwieweit eben halt Dinge exzessiv genutzt werden. Das tritt wahrscheinlich auf und auch nicht nur bei Jugendlichen. Ich glaube, da kann sich jeder auch mal selber anschauen, wann er manchmal dann auch sehr erlegen ist dem Reiz des Neuen, der Information, der Kommunikation. Es passiert ja auch dauernd etwas. Eine große Rolle spielt sicherlich die Angst, etwas zu verpassen, aufgrund der vielen Neuigkeiten, die durchfließen. Und da muss man natürlich genau hinschauen, was interessiert einen, mit wem kommuniziert man. Und wir hatten das schon mit den Katzenvideos, nicht jedes neue Katzenvideo anklicken, auch wenn es noch so reizt. Die Ablenkung ist natürlich sehr groß, ja. Der Reiz der Bilder, der Reiz der Töne, das bewegte Bild, das, was attraktiv auch als Text geschrieben ist, ja, das macht schon was aus. Und man ist natürlich immer wieder auch gefordert, zu reagieren. Das heißt, letztendlich ist man dadurch, indem man aufgefordert ist, sich zu beteiligen, sich einzubringen, auch wieder dem ausgesetzt, dass man erneut auch wieder antworten soll. Das ist ein Kreislauf, aus dem man schlecht ausbrechen kann. Aber es ist natürlich auch möglich, sich etwas zurückzunehmen und eher mit einer Reflexion der Dinge auch mal innezuhalten und zu bedenken. Nicht alles muss innerhalb einer kürzesten Zeit Beantwortung finden. Da muss man für sich selber auch etwas ausbremsen. Und natürlich sind überlegte Beiträge sehr oft auch die besseren. Was greift, ist allerdings natürlich die Anerkennung. Wenn ich etwas online setze, gerade bei Facebook erlebt man das und es bekommt innerhalb kürzester Zeit sehr viele Daumen hoch, sehr viele Likes, dann bin ich natürlich geneigt, mich daran zu erfreuen und nur etwas nachzulegen. Jeder ist da doch auch in seiner Art und Weise ein bisschen eitel vielleicht. Social Media funktioniert schon wie ein eigenes Belohnungssystem. Und da müssen wir auch eben halt begleiten, und im Rahmen von Medienpädagogik, im Rahmen von Stärkung von Medienkompetenz auch deutlich machen, wie Medien wirken und wie wir sie konstruktiv für uns nutzen können. Weil alles das, was wir vielleicht vermeintlich negativ auch sehen, können wir natürlich genauso gut positiv nutzen, um unsere Meinung, unsere Position, unsere Interessen auch plakativ darstellen zu können. Wenn wir wissen, so funktioniert Social Media, so wirkt es auch bei uns, ist es natürlich gleichzeitig auch der Ratgeber, wie wir uns selber mit unseren Interessen artikulieren können. Ein neues Phänomen, was sich wahrscheinlich auch noch verstärken wird, ist der sogenannte Second Screen. Die klassischen TV-Medien haben jetzt das Internet entdeckt
und geben jedes Mal eine Facebook- und eine Twitter-Adresse durch, benennen zu Ereignissen einen eigenen Hashtag, der dann auch noch wiederum medial gespiegelt, wiederum auch im Fernsehen gezeigt wird. Wir sind eingeladen, gleichzeitig zum Fußballspiel zu twittern. Und natürlich werden dann in den Pausen dann auch noch Best-of-Tweets gelesen oder entsprechende Facebook-Reaktionen aufgezeigt. Und das verstärkt natürlich umso mehr. Es macht Spaß einerseits. Manchmal lohnt es sogar gar nicht, auf die Glotze zu gucken, sondern nur dem Lauf der Facebook-Einträge und der Tweets zu folgen. Aber es ist in der Summe natürlich noch etwas mehr an Reiz. Und das Belohnungssystem funktioniert umso intensiver, wenn wir auch noch ein zweites Gerät und vielleicht demnächst am Armband sogar noch ein drittes Gerät gleichzeitig bedienen. Wir sind jetzt auch schon am Ende angelangt. Ich nominiere für die weitere Video-Challenge den Michael Kopp, Sandra Schön und der Robert hat drauf gewartet. Robert Helm Pleuger, du bist auch gemein, aber du musst ja kein Wasser über den Kopf gießen. Mich erreicht man unter facebook.com/ertelt, E-R-T-E-L-T und das gleiche auch bei Twitter. Danke, tschüss.